Hallo, hier ist Silke. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, um ein Video von mir zu schauen. Es ist heute der 17. Mai. Es ist jetzt gegen 10.40 Uhr und heute findet gegen 11 Uhr oder ab 11 Uhr hier in Leipzig im Agrapark ein Rohkost-Potluck, also ein Rohkost-Treffen statt und jeder Teilnehmer bringt etwas Rohköstliches mit. Ich habe jetzt schon alles eingepackt, werde jetzt meine Fahrradtasche schnappen, das Fahrrad aus dem Keller holen und ganz schnell jetzt zu dem Treffpunkt radeln, unterwegs vielleicht noch ein paar Wildkräuter sammeln, die es dort bei unserem Treffpunkt nicht gibt. Genau, und die nächsten Szenen seht ihr einfach, wie der Tag heute so war. Ich bin jetzt gleich am Treffpunkt und habe noch schnell ein paar Wildkräuter gesammelt. Schafgarbe, Spitzwegerich und Wehkrauge, die gibt es nicht dort bei unserem Treffpunkt. Und wir wollen uns ja auch heute ein bisschen mit Wildkräuter beschäftigen. Und ich sammle jetzt einfach noch eine Handvoll oder zwei Handvoll Lindenblätter. Hier seht ihr jetzt die Lindenblätter. Ich sammle jetzt so ein, zwei Handvoll. Und ich würde euch auch raten, schaut mal in eurer unmittelbaren Umgebung, ob ihr Lindenbäume findet. Bitte nicht an befahrenen Straßen. Schaut, dass es irgendwo im Park ist oder auf Wiesen. Also Lindenblätter sind wirklich ein sehr köstliches Wildgrün, sehr mild. Die kann man wunderbar so pur essen oder auch für Smoothies, gerade für Kinder, sehr gut geeignet. Also ich liebe Lindenblätter und genieße es jetzt noch, solange es dieses tolle Wildgrün gibt. Fertig gesammelt und jetzt geht es ganz schnell zum Treffpunkt. Das hier ist unser Treffpunkt. Die ersten sind schon da. Wir stehen jetzt noch ein bisschen unschlüssig herum. Die Wiese ist noch etwas nass. Es hat gestern hier geregnet und wir überlegen gerade, ob wir da in dieser Holzhütte links, ob wir da unser Buffet aufbauen und uns erstmal in die Hütte reinsetzen. Wenn die Sonne weg ist, ist es auch noch ein bisschen frisch, aber wir werden sehen, wie sich die nächsten Stunden gestalten und wo wir uns hinplatzieren. Einige der Teilnehmer haben unseren Treffpunkt kaum wiedererkannt. Wir haben uns ja hier vor genau 3 Wochen getroffen und jetzt ist das Gras viel höher. Es sieht alles saftiger, grüner aus, es blüht ganz viel, also richtig, die Wiese ist richtig bunt. Hier gibt es unglaublich viele Wildkräuter, also wir werden uns dann auch hier ein bisschen auf die Suche nach tollem Wildgrün machen. Wir haben uns jetzt doch entschlossen, den Platz zu wechseln, also wir bleiben hier schon an diesem Ort, aber wir gehen noch mehr in Richtung Spielplatz, weil jetzt auch Kinder dabei sind, da können die ein bisschen spielen und langweilen sich nicht, während die Erwachsenen hier sitzen und plappern und plappern und plappern. Das ist jetzt unser neuer Platz. Hier werden wir uns niederlassen und picknicken. Und hier ist so eine Art Naturspielplatz, da können dann die Kinder spielen. Der Rest von Björn? Genau. Und dann halt mit süßen Sachen noch ergänzt. Was ist da noch drin? Also Kokos, Datteln, Rosinen und Haselnuss. Sieht gut aus, ja. Interessant. Und hast du ein Rezept gehabt oder einfach so zusammengeworfen? Ach, zusammengeworfen. Cool. Einblick in unser heutiges Buffet heute. Wir haben schon festgestellt, es ist sehr, wie sagt man, süßigkeitenlastig. Beim letzten Mal gab es mehr Gemüse, mehr herzhafte Gerichte und Cracker. Jetzt haben wir vor allem ganz viele Energiebällchen. Das ist hier eine riesen Schüssel. Hier gibt es auch noch mal Energiebällchen. Und hier gibt es auch von Christian Goes Vegan, das sage ich jetzt jedes Mal. Das sind auch so Cracker mit Möhrentrester. Hier gibt es wieder von der Marianne die tollen Sesam-Dattel-Cracker. Ein Zucchini-Nudelsalat. Radieschen haben wir sogar zweimal da. Das ist dieses, wie heißt das nochmal? Robatsta. Mit Macadamia-Nüssen. Marianne, aber ohne die Cracker wolltest du dich diesmal nicht hertrauen nach dem Lob im Boeing. Du warst dich ja verpflichtet. Also mit dann haben wir hier ganz leckere, rohvegane Süßigkeiten. Ungeröstet, den Rohkost. Doppelkekse. Ich habe da auch ungeröstet genommen. Und aber toll, dann haben wir hier auch Süßkratzer, nochmal Radieschen, nochmal Energiebällchen. Christian, ja? Ich glaube, meine Zuschauer verstehen mich. Oh, Entschuldigung. Da haben wir hier nochmal fermentierten Blumenkohl. Den habe ich auch noch nie gegessen, da bin ich ganz gespannt darauf. Nochmal Energiebällchen, Mairübchen, Smoothie. Tamarinde, da gibt es noch einen ganz tollen Wildkräutersalat, Möhren, Äpfel, nochmal Radieschen und Sushi.
kann ich mir nicht vorstellen. Das ist lecker. Also bis jetzt ist alles lecker, was wir gegessen haben. Haben wir auch nicht wirklich anders erwartet. Nee. Da stimmt, die fällt jetzt runter, die eine Spaghetti. Ich glaube, die fällt. Vorsicht! 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 Jetzt fällt sie. Jetzt fällt sie, Vorsicht! Jetzt! Gurkenspaghetti mit Tomaten. Nee, die kommt doch noch. Kann sich nur um Schnitten handeln, wenn Christian hier ist. Manchmal hat er auch. Versucht seine Schüssel mit Nudeln voll zu machen. Was war denn das? Normal ist auch das mit 110 Nudeln. Das ist ja Wahnsinn. So, wieder eine Nudel drin. Gut, danke. Ja. Spieße, Rucola mit Banane und ich hatte jetzt gerade Rucola gehabt. Kirsch mit Banane. Achso. Das sind verschiedene Sorten. Und du hast ja noch Cracker mitgebracht, ja, oder? Ja. Das sind Mandelplättchen. Ich kann sie ja mal rausnehmen. Ja, hol mal eins. Und lustige Suchgeräten hier. Das sind Mandelplättchen aus Mandelmehl. Und ein bisschen Karob, ein bisschen süße Rosinen. Ja. Ist bloß Mandel, ein bisschen Rosine. Bloß Mandel. Mandel ist mein absolutes Lieblingsding. Das hast du auch mitgebracht, oder? Habe ich auch mitgebracht, ja. Und das war Partei. Nach welchem Rezept ist das? Von Vegan Feelings. Das haben die auch auf der Rohkostmesse. Partei. Achso, das habe ich nicht mitgehört. Okay. Das waren die, wo ich am Ende war. Mit dem süßen Brot. Genau, mit diesem Brownie, wo du gesagt hast, beste Rezept. Na gut. Aber es ist halt auch nicht immer aus dem komischen Namen. Riechender Günsel, persischer Seidenkraut. Ehrenpreis. Edelpreis. Gelbe. Ehrenpreis. Edelpreis. Verschmeckt ewig Schimmel von daher. Ewig Schimmel. Wie schmeckt das so? Kronmann, das aber jetzt müsst ihr ja schon ein bisschen karakterisieren können. Nee, so weit ist es. Germ, damit findet mir mal welchen. Doch, super lecker. Oh, geil. Du brauchst es gerade. Ja, ja. Naja, ist auch gut für die Milchbildung. Merkt man gleich. Ist gut, ja. Der Germ findet mir den immer. Körperspannung. Schmeckt wie Spinat. Jetzt nicht Spinat schmeckt. So, jetzt fällt mir Spinat? Ein. Ja. Bisschen. Brennnesselverkostung. Wie Spinat, doch. Ja, nussig. So nussig auch. Ein bisschen nussiger. Ein bisschen kürziger. Das schmeckt wirklich gar nicht so schlecht. Und ich gehe eher in Richtung Boric und sowas. Das kann das Beste. Ja, das eher als wie Spinat. Ja. Ja, ist lecker. Aber man muss es halt wirklich sich knapp machen. Ja, genau. Vielleicht gibt es. Aber bloß die Blüten oben, dachte ich. Nur die oberste gibt es jetzt. Wenn man es jetzt einmal, wenn nicht. Die beiden jetzt, ja. Richtig festdrücken, damit die Herzen falsch abrichten. Also nicht positiv vom Rissen, damit die Herzen falsch ja, aber wenn ich das rechts ja beim Finger ab. Ja, aber besser sind wir ganz vorsichtig, dann die Eisen von dann ja, das ist mein Fleisch. Nee, das ist nicht. Ich muss danach noch was. Da habe ich die drin. Auf keinen Fall zaghaft. Kleine Sekt. Hatte war Sekt, jetzt ist tot. Knatter. Deswegen habe ich es doch nicht gedacht. Du warst ein Sekt. Ach, du musstest aber erst irgendwie antworten, oder dann ist es ja. Das ist Schluss zu lassen. Ja. Ist auf jeden Fall hat es einen angenehmen Geschmack im Gegensatz zu sehr vielen anderen Zeugs hier. Gut. Und das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe, persischer Ehrenpreis. Nein, griechischer Günsel. Griechischer Günsel. Also das soll ja wirklich nicht besonders schmecken. Das ist auch eine Logik. Es ist jetzt gegen 15 Uhr. Wir haben uns jetzt die letzten Stunden gut gehen lassen. Wir haben erst gegessen diesmal, danach gab es eine kleine Kräuterwanderung. Wir haben uns verschiedene Wildkräuter angeschaut, auch
Blätter von Bäumen probiert, Fichten oder Fichtentriebspitzen haben heute auch einige das erste Mal probiert und waren sehr begeistert. Ein Teil der Teilnehmer ist jetzt auch schon wieder gegangen. Heute Sonntag ist immer, ich weiß, Sonntag ist ja auch immer so der Familientag. Einige möchten noch Zeit mit ihren Lieben zu Hause verbringen und ihr seht, hinten ist noch der harte Kern und hat sich auf Decken bequem gemacht und jetzt werden wir uns einfach noch in ein paar interessante Gespräche vertiefen. So, jetzt ist es 17.30 Uhr, der Potluck ist beendet. Heute schon ein bisschen früher als das letzte Mal, aber es ist ja auch Sonntag und jetzt geht jeder wieder nach Hause zu seiner Familie. Auch ich werde jetzt mich schnell aufs Fahrrad schwingen, um gegen 18 Uhr zu Hause zu sein. Da kommen nämlich meine beiden Jungs an. Und ich werde jetzt nicht alleine durch den Wald fahren, sondern ich habe den Christian. Hier hinten steht er. Ich bin leider ohne Fahrradhelm. Ich muss ja gestehen, ich fahre ohne Fahrradhelm. Ich bin nicht so vorbildlich wie Christian. So, genau, das war's mal wieder hier vom Potluck. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielleicht habt ihr auch Lust zu dem einen oder anderen Potluck-Treffen. Einmal im Monat gibt es ein Potluck-Treffen hier in Leipzig. Würde mich auch gerne anschreiben. Und dann könnt ihr auch hier in netter Runde mit uns zusammensitzen. Auf alle Fälle ist es eine schöne Gelegenheit, rohkostinteressierte Menschen kennenzulernen. Okay, das war's für mich an dieser Stelle. Macht's gut, bis bald, eure Silke.